Willkommen zurück, ihr Panserianer und Ninnen. Ja, wir hören uns wieder. So, wir haben hier Folgendes. Und zwar die IS-7 oder den IS-7, heißt der Ivan Stalin. Hier IS-7 und zwar gespielt von J.R. Exer. Letztens noch mit mir im Platoon, jetzt im Platoon mit Alex Brauer 1 von Clan DVE. Der spielt den E5. Und sie sind Top-Tier, sehe ich gerade hier. 3-5-7 Matchup. 3-10er, 5-9er, 7 Farmviecher, also 8er. Aufträge hat er 2 Stück offen. Und zwar 15.000 Unterstützungsschaden machen. Ne, überleben. Dann geht das hier viel schneller, dann wird das verdoppelt. Also wenn man 1.000 Unterstützung hat, dann kriegt man 2.000. Und für den Tape 55A muss er interne Module oder Besatzungsmitglieder verletzen. Insgesamt 5 Stück. Und 3 Gegnerfahrzeuge zerstören. Und wie er sich hier anstellt und was er hier macht und sein Kumpel, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, ganz kurz auf die Mumpel. Ja, was ich immer nicht verstehe, ist, dass Heavys so wenig Durchschlag haben. Also Medium hat 269 Durchschlag und Heavy aber 250. Und gegen wen kämpft er? Gegen Heavys. Also braucht man mehr Durchschlag, ne? Eigentlich so. Aber egal. So, APCR hat 303 und 490er Alpha, aber 130 mm Mumpel, ne? Haben die. Also schön Overmatchen am Dach. So, hat 68 Durchschlag, 640 Schaden. Und jo, ab geht's auf in die Heavy-Gasse. Da muss man natürlich aufpassen. Hier stehen neuerdings sehr gerne jemand, der Sniper. Teddy ist auch da. Also wenn man hier so rumfährt, kriegt man ganz schön in die Socken geschissen. Geschossen, genau. Das ist schon, die Heavys fahren sogar mit endlich mal keine. Weiß ich nicht, wenn ich Heavy spiele, fahren die alle hier längs. Und ich stehe dann da. So, sehr schön. So. Nicht APCR only, sondern 11 AP, 13 APCR und 6 VKA. Langsam aufpassen. Da bist du noch safe. Es gibt auch keine Arti, das ist natürlich schön. Oh, hier E100. Progetto schniebt und 2383 HP abgezogen. Fuck. Ja, E100 ist ein Panzer, der da Meter immer noch angeschlossen ist. Ammo. Sehr schön, 433 nochmal. Was war der Alpha? Würde ich ja mal gucken. 490, okay. Aber dieser Hit, 2383 in den E100. Gesessen, schade. Da haut er den E100 One-Shot weg. Wahnsinn. Na? Jawohl. 510. Denk dran, wenn ihr über ihm steht, so wie jetzt, müsst ihr auf dem Dach schießen. Ein Overmatch dir lassen. Nee, komm mal zurück, M103. Bleib mal hier. E75. Das Schöne ist, die anderen ziehen mit. Ne, sein Kumpel ist links, hält da zurück. Sehr schön, hat auch gerade getroffen, die ES4. Genau, E75. Piek mal. Sehr schön, keine vorherigen Schüsse. Jawohl. Jawohl! 512. Wir sind schon bei 3838 Schaden. Ich muss wieder lachen wegen dem E100. Ich werde auch oft gefragt, warum nimmt man die nicht mal im Bollwerk mit? Ja, siehe da. Die Kanone, von dem hat er gezuckelt wie sonst was, ne? So. M103 noch rechts. IS-3, du sollst aufpassen. Slow. Ich glaube, ein TD steht da hinten. Jawohl. Schon den dritten Kill. Ja, da wurde mal eben aufgeräumt. Sehr schön gemacht. Das kommt hier, hier. Aber der Schuss auf den E100 war aber auch, ne? Jetzt auf die Udis auf. Oder den Udis, der die das. Einfach dö. Dö Udis. Und ich fand genau nochmal eine Schelle, weil wie kannst du es wagen, vor mir zu stehen, ne? T100 LT, pass auf. Skorpion. Das Udis. Overmatchen ganz easy. Jawohl.
Bull, Film von der 92. Und da war es auch schon. So, dann haben wir hier den Pizza. Schade. Aber egal, noch 1875 Struktur übrig. Hier gibt es nur eins, die W-Taste. Schießen und weiterfahren, komm. Jawohl, 515, sehr schön gebounced. Jojo. So, jetzt die Mitte noch aufrollen hier. Eckler macht alles alleine. 5962 Schaden mittlerweile. 100 LT kommen. Du hast vorhin auf die IS-7 geschossen hier. Kannst du jetzt auch eine fahren. Wie hast du den denn getroffen? Hör doch auf. Wahnsinn. Eine Kugel, die um den Berg geht. Sehr schön. Exakille. 100 LT. Das ist zu flach. Skorpion. Steht zu tief. Oh, Alex ist raus. Ja, der Chat wieder sehr freundlich, ne? Are you happy now? Das, was da jetzt steht, wiederhole ich nicht. So, jetzt aber hier. Und. Jawohl, sehr schön. 427 und das war der Killshot. Ja, da sind nur noch drei übrig. Vier Kills hat er mittlerweile. Das Skorpion solltest du aufpassen. Ja, da ist er auch schon. Ja, das wird ja der nächste Kill, ne? Oder? Hier ist 7. Komm. Jawohl. Trifft. Mach das mit einem Leo 1. Schieß daneben. So, ES3 Object 257. 5 Kills. Hol dir noch einen. Komm, 6, da geht noch. Hier 1900 HP geht auch noch. Schön was zum Farmen. Hier versucht wegzufahren. Sehr schön. Oh, die Kanone dreht sich. Aufpassen. Ja, auf Kette, aber dafür nochmal ausgeteilt. Das nennt man Traden. Also macht man das. Hier ist da hinter dir. Aufpassen. Oh, der ist ja richtig low. Ja, Killshot, ne, wissen wir ja. Läuft nicht. 8272 Schaden mittlerweile. Hör doch auf. Genau. Ja, sehr schön. T30. Mikata. Er ist ein crashy Fanboy. Und jetzt noch das Object. Dein Motor ist im Arsch. Was mir auch gefällt hier, große Ersatzteilkiste, große Erste-Hilfe-Kasten, großer Feuerlöscher. Tippitoppi. Dann kriegt man alles so hinterhergeschmissen mit Aufträgen und bla und öl. Kann man die auch mal benutzen. So, irgendeiner capped. Sehr schön, Object. Kriegst du hin. Ja, Traktor darf nicht fehlen hier, ne? Rechts von dir. Noch 26 Sekunden, dann kannst du den Motor reparieren. Mit 15, 16 km/h hier über die Insel fahren. So. And no. Ey, hau doch nicht ab. 870 HP hat er noch. Okay, New Sex, ich weiß, 873, der wird mich ja wieder verbessern. Ist der Lehrer. Komm. Gut. Oh, ob du da runterfahren solltest, weiß ich nicht. Scheiß drauf. Ne? Hey. Einfach ruf. Ruf! War das HE? Schießt er mit HE, echt jetzt? Obwohl, auf dem Progetto geht das klar. Wie er den T30 blockt, damit der nicht den Kill kriegt. Ih. Exa, du bist ja fies. Jawohl, nice. Sehr schön, 15-10. Aber wie gesagt, man muss sich selber helfen, um den 6. Kill zu kriegen, wenn die anderen das nicht sehen. Genau richtig, super, Wahnsinn.
Ja, gucken wir uns doch mal die ausgewertete Wertung an. Da haben wir nämlich Folgendes. Und zwar hier ein Mainz, ne? Dann ganz viel Kleinkram. Dann hier Großkaliber und den Krieger für 6 Kills. Das ganze Spiel hat er gemacht. 4 Panzer gewurde, 182 Schaden ermöglicht, 1900 gebunden, 7 Module zerschissen. Das heißt, den ersten Auftrag schon mal erledigt. 8923 Schaden selbst fabriziert und 6 Kills. Das heißt, den T55-Auftrag, also den T55A-Auftrag mit Nebenmissionen tipptopp erfüllt. Im Schaden ist er ganz knapp an erster Stelle, wie ihr sehen könnt. Ne? Ganz hier. Alex hat auch noch einen super Job gemacht. Ne? Wer die eigenen HP rausschießt. Genau richtig. Ja, und die anderen, sie waren bemüht. So, hier. Detailed Report gab es Folgendes, und zwar ein Plus von 2423 Credits, weil er ohne Premium spielt, und in Erfahrung 1537 und 64 freie Erfahrung, weil er hier platoonisiert hat mit Alex. Ja. Exa, ich danke dir fürs Einsenden. Also allein der E100-Schuss, der war schon das Replay wert. Und euch möchte ich sagen, danke fürs Einschalten. Und ich würde sagen, ich verbleibe wie immer mit einem freundlichen Ciao und bis zum nächsten Mal.